Tony Robbins ist einer der weltweit bekanntesten Life-Coaches. Zu seinen Klienten zählen unter anderem Bill Clinton, Serena Williams, Mike Tyson oder Andre Agassi. Steigern Sie Ihre Energie, Kraft, Vitalität, Lebensdauer und Leistungsfähigkeit mit den neuesten Durchbrüchen der Gesundheitsforschung. Mit Life Force begibt sich Tony Robbins auf ein für ihn neues Gebiet, Gesundheit und die neuesten Durchbrüche der Gesundheitsforschung. Auf prallen 700 plus Seiten gibt es einen Rundumschlag zu Themen wie innovative Mittel gegen Altern, neue Ansätze im Kampf gegen die tödlichsten Krankheiten, Energie, Kraft und maximale Leistung, Heilung und Regeneration, gesunde Gewichtsabnahme, Steigerung der Lebenserwartung und vieles mehr. Die Spannweite ist nicht nur thematisch sehr breit, sondern auch vom Niveau. Zum einen Teil sind die Beiträge banal, wie hydriert bleiben, möglichst naturbelassene Lebensmittel essen, regelmäßig schlafen. Zum anderen Teil sind die Beiträge extrem spezifisch, wie ein neuer Ansatz, das Potenzial von Stammzellen zur Behandlung rheumatoider Arthritis bei Kindern zu nutzen. Lernen Sie ein Unternehmen kennen, das mit Hilfe von Stammzellen die Durchblutung rund erneuert. Wir stellen Ihnen Wissenschaftler davor, die durch eine Injektion natürlich vorkommende Moleküle bewirken, dass das Herz auf wundersame Weise repariert wird. Wer sich für Gesundheit und die neuesten Durchbrüche der Gesundheitsforschung interessiert, wird auf den 700 plus Seiten sicherlich fündig werden. Am besten fand Peter Kreutz das Buch da, wo Tony Robbins wieder bei seinem eigentlichen Thema ankommt. Kapitel 24, die Kraft des Mindsets. Die meisten Leute haben einen Highway zum Stress und einen Feldweg zum Glück. Erstes entscheiden sie, worauf sie sich fokussieren. Das bestimmt, was sie im Leben erfahren. Entscheiden sie, welche Bedeutung sie den Dingen zuschreiben. Das bestimmt, wie sie empfinden. Und entscheiden Sie, was Sie tun, das bestimmt den Ausgang. Erwartungen zerstören das Glück, ob in unseren Beziehungen, im Umgang mit unseren Kindern oder im Berufsleben. Anspruchsdenken ist der Grund dafür, dass heute so viele Menschen unglücklich sind, sogar in einer Welt des Überflusses. Wenn Ihr Glück so schwach ist, dass es davon abhängt, dass die Welt Ihren Erwartungen entspricht, dann werden die meisten Menschen nicht sehr lange glücklich bleiben. Und diese außerordentliche Lebensqualität wird Ihnen entgehen. Was ist die Alternative? Einen Weg zu finden, wertzuschätzen, was immer das Leben Ihnen beschert. Entschließen Sie sich, in einem glücklichen Zustand zu leben, ganz gleich, was um Sie herum geschieht. Das heißt einfach, dass Sie das Schöne suchen, etwas, wofür Sie dankbar sein können, und dann Ihre Probleme lösen. Denken Sie nach, was ist seltener als Milliardäre? Menschen, die wirklich jeden Tag in einem glücklichen Zustand leben, auch wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es gerne hätten, auch wenn die Welt ungerecht ist.